Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video und dieses Thema, das liegt mir sehr am Herzen. Es geht nämlich heute um Hypnosetherapie zur Seelenreinigung bzw. Unterbewusstseinsreinigung und im allgemeinen Hypnosetherapien. Und mir liegt das, wie eingangs jetzt erwähnt, ganz besonders am Herzen, weil ich habe am 18.08.2008 zu rauchen aufgehört. Ich konnte endlich aufhören mit diesen verdammten Scheißtrick, sage ich jetzt mal, durch eine Hypnosetherapie, die ich damals in Linz in Österreich durchgeführt habe. Ich bin ja Österreicher und ich habe ja jahrelang geraucht, so ungefähr eine Schachtel am Tag. Mich hat es immer gestört, diese Raucherei, weil ich habe ja auch immer Austauschsport gemacht, aber ich konnte trotzdem nicht aufhören. Habe zwar immer wieder mal 2, 3 Wochen geschafft ohne, aber dann bin ich wieder rückfällig geworden und meistens dann hinterher mehr geraucht als zuerst. Durch die Hypnosetherapie, wo ja eigentlich Folgendes passiert, dass einem die falschen Annahmen, die man hat vom Rauchen, diese falschen Eindrücke, die einfach ins Unterbewusstsein zurückwandern durch Fernsehwerbung, vielleicht durch die Eltern, wo man das schon immer gesehen hat, wo man einfach die Meinung hat, das entspannt denn jetzt, was aber völliger Blödsinn ist und so weiter. Diese falschen Dinge werden bei der Rauchentwöhnung durch Hypnose einfach samt den Wurzeln aus dem Unterbewusstsein gerissen und darum hören viele auf und auch ich konnte damit aufhören. Zum Unterbewusstsein selber, denke ich, braucht man ja heutzutage nichts mehr sagen, das weiß ja heute schon jeder, dass das wahnsinnig eine große Macht auf alle Lebensbereiche ausführt. Man könnte sich ja zum Beispiel keinen einzigen Film oder Fernsehserie ansehen, wäre nicht das Unterbewusstsein, denn man würde ja ständig wissen, dass das hier nur Schauspieler sind, wo ungefähr 50 Zentimeter entfernt die Kamera ist. Also das wäre überhaupt nicht spaßig, wenn einem das ständig bewusst wäre. Fernsehen kann man nur durch das Unterbewusstsein. Also jeder weiß, dass das ein ganz großer Bereich im Leben eines jeden ist und dass das funktioniert. Und ich habe nach meiner Rauchentwöhnung, wo ich heute noch sehr, sehr dankbar dafür bin, ich habe seitdem nie wieder eine Zigarette im Mund gehabt, habe ich dieses Thema etwas verloren, bis ich jetzt auf dieses Produkt von Thomas Pfenning gestolpert bin im Internet, nämlich diese Unterbewusstseinsreinigung. Das ist jetzt ein ganz neues Programm und der schreibt eben hier auf seiner Webseite: Jede Beleidigung, jede körperliche und seelische Gewalt, aber auch Kummer und Sorgen hinterlassen Spuren in unseren Geist und steuern somit unser Leben und unsere Gesundheit. Und das hat mir sehr eingeleuchtet, denn alles, was man irgendwie an Beleidigungen, weil man gemobbt wird oder so weiter, alles, was so im Laufe der Zeit passiert, das wird abgespeichert und das zeigt sich auch irgendwann dann in äußerem Leben. Und vor allem in der heutigen stressigen Zeit kann es auch in diesem Bereich nicht schaden, so habe ich mir das zumindest gedacht, wenn man sich davon erleichtern könnte auf einfache Art und Weise. Und da kam mir dieses Programm jetzt sehr interessant vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang mal skeptisch und wusste jetzt nicht, ob ich mir das kaufen sollte, obwohl das nur 15,99 € kostet. So viel sei mal dazu gesagt. Also, das ist ein Klacks. Das sind 3 MP3s, die man sich immer wieder anhören kann. Und das ist ja auch die Empfehlung, wenn es einem gut tut, dass man das sogar täglich machen kann. Aber einer der Gründe, warum ich ein bisschen skeptisch war, war, dass dieses Video hier in der Webseite von Thomas Pfenning relativ unprofessionell gestaltet ist. Also, ich bin ja ein Videofreak, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema. Ich würde nicht nur so ein Verkaufsvideo machen, da ist der Ton schlecht, da ist das Bild schlecht. Also das hätte mich fast ein bisschen vom Kauf abgehalten. Aber ich bereue es auf keinen Fall, denn als ich mir das zum ersten Mal schon angehört habe, hat das so stark gewirkt, das dauert dann so circa 30 Minuten. Vorgekommen ist es mir, als wären es höchstens 7 oder 8 Minuten und da beginnt wirklich etwas zu arbeiten. Ich meine, das ist der Hammer. Ich konnte meine Hände gar nicht mehr anheben, weil er lässt ja das durch die Hände rausgleiten mit seiner Therapie. Also echt intensiv ist das gewesen. Und ja, ich habe mich absolut toll gefühlt, als ich dann wieder davon aufgewacht bin und man fühlt sich wirklich befreit. Der Herr Pfenning sagt zwar hier, dass es bei jedem anders wirkt. Es ist ja jeder Mensch verschieden. Und manche träumen danach sehr intensiv. Das habe ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht verspürt. Und
Ja, das wirkt eben bei jedem anders, aber eine ganz klare Empfehlung, wenn Sie denn offen für dieses Thema sind, wenn Sie von Haus aus sagen, das ist alles Scheiße und Hypnose, das funktioniert nicht und das ist Voodoo oder so weiter, dann bitte die Finger davon lassen, denn dann funktioniert es wirklich nicht. Aber wenn man offen ist und das passieren lässt, dann hilft das wirklich weiter. Wie gesagt, bei mir, ich konnte mich endlich vom Rauchen, ja, ich konnte das Rauchen endlich aufhören durch solche Therapien wie das hier ist. Und daher wirklich ganz klare Kaufempfehlung. Ich zeige Ihnen jetzt noch, wie das dann aussieht, wenn Sie das gekauft haben. Das sind hier einfach 2 MP3s, die Sie per Download bekommen und eine PDF mit einem genauen Leitfaden, wie Sie sehen, was da eigentlich mit Ihnen passiert und wie das funktioniert. Das kann man sich auch durchlesen. Sind nur ein paar Seiten. Also sehr interessant. Und wie gesagt, der Preis ist ein Klacks. Ich hätte zuerst erwartet, dass das jetzt sicher so an die 190 € oder so kostet, wie das normalerweise der Brauch ist bei solchen Therapien. Aber 15,99, wirklich lächerlich. Den Link, wenn Sie das auch erwerben möchten, finden Sie unter dem Video. Einfach draufklicken, dann kommen Sie auf diese Seite und ja, dann können Sie sich das kaufen, wenn Sie dann möchten. Gut, das war's jetzt von mir zu diesem Video und wir sehen uns wie immer im nächsten. Wiedersehen.